Einen wunderschönen guten Morgen zusammen. Oh, ich habe mir eben gerade noch mal mein Frühstück geholt. Und jetzt heißt es für uns auf zum Laden. Hatte gestern Abend noch mal mit Jeff telefoniert. Oh, der hatte soweit erstmal nichts zu fahren. Dann habe ich mich nochmal so ein bisschen schlau gemacht und habe dann noch eine schöne Tour gefunden. Warum soll ich einen U-Turn machen, Edmund? Ist ja schon ganz schön weit los hier für die Uhrzeit. Und es ist 7.18 Uhr. Und ja, grobes Ziel ist heute Bakersfield. Da waren wir ja auch schon lange nicht mehr. Ja, wie gesagt, ich muss da ja hin, weil ich noch einiges da zu klären habe. Und normalerweise sollte das eigentlich auch so ausgehen, dass wir da heute definitiv noch hinkommen. Allerdings werden wir nur bis Barstow mit Ladung fahren. Und von Barstow nach Bakersfield dann quasi leer. Aber das ist ja auch keine Riesenstrecke. Das sieht ja auch mal interessant aus. Ich muss wirklich hier in Utah noch mal so ein bisschen auf Erkundungstour gehen. Aber wo war ich stehen geblieben? Ja, von Barstow nach Bakersfield ist ja auch nicht so eine große Strecke. Da kriegen wir also alles locker heute hin. Und da muss ich mal gucken, wie ich das dann mache. Ob ich dann irgendwie nur mal gucke, dass ich hochkomme nach Oregon, nach Bend, um da den XL abzuholen und den dann runterzubringen nach Fresno. Oder ob ich mit dem Zug hochfahre nach Oregon. Aber wie gesagt, das lasse ich mir alles immer durch den Kopf gehen. Bleibst du stehen? Ist ja schon ein schönes Örtchen hier. Sprit haben wir noch genug. Stay right, then turn right. Turn right.
schöner Lowboy hier. Das könnte mir auch gefallen. Oh, mir wird sogar gleich das Tor aufgemacht. Your route guidance is now finished. Morning, old school trucking. I'm here for delivery to Barstow. Yes. Da haben wir es doch. Yes, I see. Okay, thanks. Na, dann wollen wir doch mal an die Rampe daran. Wie machen wir das denn jetzt am blödesten? Fahre ich erstmal hier nochmal ein Stück vor. Dann wollen wir doch mal gucken. Ach, da haben wir ja schon mal einen. Morning, sir. Old school trucking. I'm here for delivery to Barstow. Yes, the cedarwood. Yes, okay, thanks. Yes, I signed the papers, a copy is yours, and I'm ready to go. Yes, you too. So, da haben wir das Holz. Hab nochmal die Gurte eben nochmal nachgeguckt, alles perfekt. Dann können wir uns jetzt auf den Weg machen.
Ja, Barstow, wir kommen. Es hieß erst, ich soll die Ladung eventuell tappen. Da habe ich schon gedacht, oh nee. Okay, wobei, es hätte noch wieder ein paar extra Dollar gegeben, aber... nee. Jetzt aufs Tappen hatte ich jetzt nicht wirklich Lust. Aber dann ging es doch ohne Tarp. Dürfen noch nicht, dann fahren wir anmachen. Dann bleiben wir gleich mal hier links. Komische Straßenführung hier mitunter, da muss man sich erstmal dran gewöhnen. Aber Utah ist schon schön, muss ich sagen. Also, ich hätte nichts dagegen, wenn ich öfter hier mal bin. Stay left and then exit left. So, 70 sind eingeloggt und es geht Richtung Süden. Ja, ich denke, der ganze Kram in Bakersfield wird auch so ein paar Tage dauern. Ich denke mal so, nur zwei Tage, denke ich mal, wird das Ganze wohl brauchen. Und dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Wie gesagt, also ich werde definitiv noch den XL runterbringen nach Fresno zur TDC. Den Rest wird man dann sehen. Eventuell hat Jeff dann noch wieder was. Darum denke ich mal, werde ich auch den Jenny in Bakersfield stehen lassen, weil dann bin ich da gleich wieder mobil, wenn Jeff irgendwie was für mich hat. Weil da ist ja auch gleich die Plaza and Sands Zentrale, beziehungsweise einer der Zweigstellen. Da ist aber noch ein bisschen was in der Karte, glaube ich, gerade nicht ganz so sauber gewesen. Das ist mit irgendeinem Mod, den ich drauf habe. Aber Kartenmods habe ich eigentlich soweit keine drauf. Naja, wir werden es überleben. Dafür ist ja ansonsten wirklich alles sehr, sehr schön gemacht. Ach, da stand gerade wieder ein Schild, was Tom nicht gefallen wird. Und zwar, dass die Motorbremse nicht gestattet ist die nächsten 2 Meilen.
landschaftlich, ich weiß, ich wiederhole mich da, aber landschaftlich ist das hier wirklich ein Traum. Hingucken, wo du willst, es gibt immer irgendwie was zu sehen. Och, nö. Jetzt schon raus. Das hier? Ich befürchte ja. Ja, es war hier und ich habe. Ah, Fug. Ah, das gibt eine satte Strafe. Das sollte ich nicht. Ja, $300. Autsch. Das sollte ich nicht so oft machen. Wäre ich mal rausgefahren, ich Vollhonk. Ah, das ist es halt, wenn man sich nicht auskennt. Sind echt $300, die hätte ich sehr, sehr gut gebrauchen können. Ja klar, jetzt zieht die Bank auch noch ab. Oh Leute, $500 noch. Dafür ist wenigstens die Landschaft schön. Das ist doch auch was. Oh Mann, ärgert mich das, dass ich da eben die Wiegestation verpennt habe. Das ist ja der, vor allen Dingen jetzt nicht nur das Bußgeld. Da gibt es ja auch dann noch ein Vermerk. Und sowas kann ich beim besten Willen nicht gebrauchen. Welcome to Nevada. Zeigen wir den Peterbilt, wo wirkliche Leistung herkommt. Abgestürzt. Ihr habt das doch auch da hinten gesehen, oder? Vorne, wo ihr jetzt guckt. Alter Schwede. Ach, da kommt er schon wieder. Und der macht aber komische. Alter Vater. Da ist ein Air Race. Okay, das erklärt einiges. Go straight. Kriegen wir heute richtig was zu sehen hier? Spannend.
Spannung pur. Den Titel für die Folge hier habe ich auch schon. Ich hatte eigentlich einen anderen, aber ja, jetzt, da wir hier ja schon einiges erlebt haben, den Staat Utah auf jeden Fall noch mal ein bisschen finanziell unterstützt, was mir ja so gar nicht schmeckt. Aber irgendwie muss ich denn in eine Tagestour oder sowas übernehmen, damit ich Geld noch weiter hinkomme, weil ansonsten wird das echt eine knappe Geschichte. Das könnte mir so gar nicht erlauben. Was kriegen wir eigentlich für unseren aktuellen Auftrag? $900, das ist dann auch nicht viel. Ich heute quasi Minus gemacht, wenn man jetzt mal die Bank. Ich habe auch ein bisschen Plus gemacht, aber so. Mit den $300 Strafe noch. Ja, da habe ich heute mal richtig Minus gemacht. Das gefällt mir gar nicht. Ich denke mal, da muss ich meinen Plan mit dem XL, den muss ich nochmal überdenken, weil ey, das funktioniert so gar nicht, wie ich mir das jetzt ausgedacht habe. Fug, 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 also da. Ne, Leute, dann, ja. Wird das nur ein Geschäftstermin in Bakersfield werden? Weil da ja noch einiges zu klären ist und, ja. Den Rest sehen wir dann. Danach geht's dann definitiv wieder auf Tour. Und nicht wieder an der Wiegestation vorbeifahren. Oh, da könnte ich mich echt in den Arsch für beißen. Ja, und jetzt am besten noch wegen Speeding noch ein Ticket. Nicht, wenn ich in Bakersfield bin, gleich einen Still zu verkaufen hier ranhängen. Barstow, da haben wir es doch schon. Den gerade geschnitten, der eben neben mir war, oder hatte der Angst? Unfall war es ja nicht. Ansonsten hätte ich da oben jetzt noch weniger Kohle. Ach ja, man hat es schon nicht einfach. Manchmal denke ich ja auch so, war es wirklich richtig, sich den Candy hier zu kaufen. Sich da noch echt einen Arsch voll Schulden irgendwie an die Backe zu hängen. Oder wenn ich ihn hier drinnen fahre und hier drinnen auch. Mein Feierabend macht es. Das ist halt nun mal wirklich ein großes Ding hier und
Ja, das sind so Sachen. Manchmal stellt man so seine eigenen Entscheidungen doch ein bisschen in Frage. Was ist hier jetzt Phase? Seid ihr den Berg nicht hochgekommen, oder was? Die scheinen wohl doch ein bisschen schwerer beladen zu sein. Und je nachdem, was die drauf haben, kann da schon gutes Gewicht zusammenkommen. Oh, Zeppelin. Oh, fassen wir mal zusammen. Guter Start in den Tag. Ja, und dann sind wir richtig geldlos geworden. Ja, so kann man auch zeigen, wie es nicht funktioniert. Ja, ihr merkt, das ärgert mich gerade wirklich, weil es war meine Abs, es war meine Dummheit. Noch ein Zeppelin. Vorne Heißluftballon, also heute kriegen wir hier aber wirklich das komplette Programm geboten. Du brauchst keine New Route finden. Ich war bloß etwas abgelenkt, gerade durch die Ballone. Ach, da unten haben wir den Zug der Woche. Rammel mir jetzt nicht in die Karre rein, weil dann drehe ich komplett durch.
mal hier bei Rail Export, war ich das auch schon des Öfteren. Jetzt lasst mich aber bitte nicht irgendwo in die äußerste Ecke den ganzen Kram hinstellen. Ich ahne Schlimmes. Morning, I'm deliver the wood. Old school trucking. Okay, I'm just looking, okay? Ich hab's gewusst. Na, das kann ja was werden. Ja. Dann wollen wir doch mal gucken, wie wir das Ganze da irgendwie hinten reinkriegen. Erstmal, dass wir den Auflieger grob in die Richtung kriegen. Und ihr seid live dabei. Ich kann mir auch echt lustigere Sachen vorstellen, als da hinten reinzufahren. Aber wat mut dat mut?
kann ein bisschen länger dauern hier noch. Ach Leute. Das sieht doch schon mal gar nicht so verkehrt aus. Komme ich doch im Leben nicht rum. Na, das soll doch mal einer sagen, es ist langweilig hier. So, jetzt sollte das aber passen. So Leute. Dann mache ich hier schon mal eben die ganzen Sachen los und dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich wieder, wenn abgeladen ist. So, I'm ready when you are. Yes, yes. Yes, it's a tricky one. But I did it.
Yes. Okay, I'm ready to go. Yes. Thanks, man. So, ja. Er fand es natürlich lustig, dass ich da meine kleinen Problemchen hatte. Ich fand es jetzt nicht ganz so witzig, eher so medium. So, dann Bakersfield. Da wollen wir hin. Maschine an. Gang rein. Bremse raus. Und ab dafür. Wie ich diese Einfahrt bei Rail Export hasse. Seht ihr das da? Pimp Your Finest Rig. Tom Diesel Customs. Der hat aber auch wirklich überall seine Werbung aufgehängt. Ich turne. Da haben sie einen Kollegen ausgezogen. Ist immer ärgerlich, aber zumindest haben sie mich nicht rausgezogen. Und das ist schon mal sehr schön. Die 117 Meilen, die schaffen wir jetzt auch noch. Stay right, then exit right. Exit right. Das hätte ich eigentlich wissen müssen, dass ich hier runter muss. Bin ja nicht das erste Mal hier. Da vorne steht doch auch schon wieder der Sheriff. Nee, Unfall. Ach, die beiden haben aber schon anscheinend angefangen, ihre Daten auszutauschen. Hier ist auch schon wieder mehr Wüste. Ja, Anna wird leider schon zu haben, wenn ich da ankomme.
Oder werde ich da morgen gemütlich hingehen? Oh, einsames Motorrad vom Sheriff. Sollen jetzt bloß nicht auch noch auf irgendwelche dummen Ideen hier kommen. Ich will einfach nur noch in Bakersfield ankommen und ja, morgen dann schön zu Anna rübergehen, da schön was frühstücken. So ein bisschen erkundigen, wie es der Guten jetzt so geht. Die hatte da ja auch so ein bisschen Stress an der Backe. Ja, 1500 Dollar haben wir ja zumindest schon mal wieder auf dem Konto. Nicht viel, aber immerhin. So langsam bin ich aber auch durch für heute. War dann auch wieder ein langer Tag heute, also das reicht dann auch. Das gute Tumbleweed. Muss ich nachher nochmal gucken, ob sich da wieder irgendwo was festgesetzt hat. Hatte ich nämlich schon mal, da hat sich dann an der Kardanwelle so ein bisschen was verhakt gehabt und ja, da muss man dann doch ein bisschen drauf achten, weil das kann dann doch mal schnell was kaputt machen, was nicht kaputt gehen sollte. Demnächst schaffen wir ja auch die 5000 Meilen mit dem Guten hier. Wirklich viel runter hat er ja noch nicht. Aber das wird sich auch noch ändern. Da werden noch viele, viele, viele Meilen draufkommen. Da vorne taucht doch auch schon die Skyline von Bakersfield auf. Go straight. Der gute Roger, mit seinem Peterbilt-Händler. Beziehungsweise mit seinem Peterbilt-Handel so rum. Da werde ich morgen auch nochmal vorbeigucken. Stay left and then turn left.
Ich turne. Stelle ich mich jetzt bei Tom an die Halle oder stelle ich mich schon drüben bei Anna auf dem Parkplatz? Über Anna hin. Jetzt hier so direkt neben den Mülltonnen. Aber die Autos, die kommen ja raus. Ach, wisst ihr was? Ich bleib jetzt hier einfach stehen. Also mal kurz gucken. Ja, die mit den Autos kommen raus. Jo Freunde, dann sind wir mal wieder in Bakersfield und ich würde sagen, wir sehen uns dann ja, beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, tschüss.